Vor langer Zeit in der Mittelerde, Orks haben gelebt zusammen mit den Deutschen, den Türken, den Zwergen, den Elben und den Hobbitsen. Und die waren alle konkret abhängig von dem krassen Zeug. Darum, sie haben geschmiedet Hyperringe, die ihre Sucht befriedigten. 3 wurden den Elben gegeben, 7 den Zwergen und 9 den Deutschen. Gusto. Die Türken gingen aber leider leer aus. Aber auf einen Tag, da kam aus dem Land Mordoristan der BMW-Hersteller und der Ork-König Gorath in Mittelerde. Der ist gewesen Arsch und hat sich geschmiedet in dem Mega-Vulkanberg der Vollgras Mega-Super-Hyperring, das ihn machte fast unbesiegbar wegen viel besserer Hai als die anderen Typen. Darum waren die anderen wütend auf ihn. Gorath wurde immer mächtiger und ist geworden Tyrann. Guckst du noch kurz das Video? Guckst du den Ring? Ist schön machtabhängig. Wenig später der deutsche König sagte zu ihm: Paufs Maul. Woraufhin der Gorath sagte: Leck mich Leute, ich gehe nach Hause und hole meine Waffe. Ich mach euch Krieg. Guckst du. Dann zogen Elben, Deutsche und Türken in die Schlacht gegen die Trolle und Orks von der scheiß Gorath. Sie marschiert sind zum Mega Vulkanberg. Entschuldigung. Mach die Götter. Victoire! Yeah! Der Triumph war nahe! Boah, scheiße! Aber der Gorath hatte ja seinen Ring! Man ihn nur besiegen konnte, indem man im Stänstes seinen Ring und in seine Burg zerstörte. Nur da er konnte vernichtet werden. Nein! Nein, Papa, nein! Nicht sterben! Nein! Fick dich! Fick deine Mutter!